Hallo, herzlich willkommen bei Buschkraft Berlin-Brandenburg. Heute mal wieder aus dem Lager. So, was gibt's Neues? Also, ich habe mir, ihr erinnert euch aus dem Video, ich setze mich mal hin, an die Pfeilspitze, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, den zerdengelten Löffel, den hatte ich mit nach Hause genommen und habe den mal so ein bisschen bearbeitet. Habe den also zurechtgeschliffen. Werde diesen jetzt mit Harz hier einkleben und mir den Pfeil fertig machen. So, und hier könnt ihr sehen, ich habe die Spitze erstmal mit Harz eingeklebt und werde jetzt das Ganze hier noch mit etwas Schnur verstärken. So, nachdem ich das nun eingeklebt habe, habe ich hier mal ein bisschen Schnur rumgemacht und die Spitzen hier vorne etwas abgeflacht vom Stock. Dann ist noch nicht befiedert. Ich habe mir hinten schon mal eine kleine Nocke gemacht. Der Bogen ist gespannt. Und wie es funktioniert, seht ihr jetzt. Immerhin, ich habe mir einen Stock gefangen. Und ihr seht, er funktioniert hervorragend. Hat zwar noch keine Federn dran, ich habe auch nicht auf allzu großer Distanz geschossen. Waren jetzt nur so 4-5 Meter, aber tödlich. So, jetzt bekommt er hier hinten auf dem anderen Ende natürlich noch seine Befiederung. Und dann dürfte er auch auf Langstrecke etwas genauer sein. So, und sollte jemals doch mal irgendwer irgendwann mein Lager scouten, aufklären oder wie man so schön sagt, finden, habe ich mir mal ein Namensschild gebastelt. Ich hoffe, ihr kennt es, auch gegen das Licht, damit man auch weiß, wessen Lager man hier gefunden hat. Das Ganze sieht jetzt von Weitem so aus, dass ich oben einfach, na, ihr habt es ja gesehen auf dem Video, brauche ich nicht viel erklären. Das Ganze habe ich natürlich aus kleinen Schnürchens immer so zusammengeknippert, wobei mich das G hier am meisten Nerven gekostet hat. Ihr seht einfach so mit normalen Hausfrauenknoten festgemacht und dann einmal mit einem Seil an den Baum abgespannt und mit einem anderen Seil zu dem Baum rüber. So sieht das Ganze jetzt von Weitem aus. Man kann hier erkennen, hier die Hütte, mein Stuhlbeet und hier oben hängt mein Schild. So, dann habe ich heute noch erledigt an meinem Hochbeet die Bewässerungsanlage entfernt, weil jetzt pflanze ich nichts, jetzt braucht keine Bewässerung da sein. Es war auch nur ein Versuch, um zu probieren, wie es aussieht, ob es funktioniert. Und die Erde ist hier echt feucht. Flasche war zwar leer, aber Erde ist gut feucht darunter. Jetzt bräuchte ich praktisch eine halbe Woche oder eine Woche mindestens nicht gießen. So, des Weiteren habe ich dann hier noch so ein paar Reisigzweige reingesteckt, in der Hoffnung, dass die, falls es dann doch mal etwas doller regnet, die Erde hier nicht ausspülen lassen. Was habe ich denn heute noch Lustiges gemacht? Also ich habe mir heute noch hier ein kleines Regal gebaut, damit mein Kaffeekännchen und meine Zigaretten nicht immer hier auf dem Boden liegen müssen. Und gebaut habe ich das ganz einfach. Ihr seht hier hinten diese Stütze von der Reflexionswand. Einfach hier vorne nochmal ein Stöckchen in den Boden gerammt. Dann von hier unten zur Reflexionswand ein Stöckchen angeknotet, sodass ich hier eine Auflage habe, das gleiche auf dieser Seite. Ich
paar schöne Stöckchen oben drauf sortiert, die passen. Und das Ganze immer mit einer Schnur hoch, runter an diesem Stock hier fixiert. Und ihr seht, recht stabil. Ihr müsst natürlich diese Stöcke ordentlich tief in den Boden treiben. Und somit habe ich jetzt ein kleines Regal, wo ich diverse Sachen abstellen kann. Naja, weil mir mein Regal hier draußen so gut gefallen hat, habe ich mich entschlossen, in der Hütte auch noch mal eins zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip. Hier drüben wieder angeknotet ans Trägergestell. Hier ein Stöckchen in den Boden versenkt. Ordentlich festgekloppt, damit der auch anständig hält. Ja, wieder hier so eine Querleiste raufgemacht, so wie vorne an dem Tisch. Und wieder ein paar Stöckchen raufsortiert, damit ich hier eine Ablage habe. Mein Buschkraftregal. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, schaut beim nächsten Video wieder rein. Bis dahin bleibe ich, euer Waldgeist.